Hallo zusammen. Es hat länger gedauert als gedacht, aber ich habe jetzt das erste Bildkritikvideo fertig und ich werde jetzt einige von den Bildern, die ihr mir zugesendet habt, durchgehen, kurz besprechen und Feedback dazu geben. Viel Spaß! Das erste Foto für heute ist dieser Adlerbussard, den Horst Maresch aufgenommen hat. Aufgrund der Tierart vermute ich mal, dass der in einem Wildpark oder Zoo im Rahmen einer Greifvogelvorstellung aufgenommen wurde. Falls nicht, bitte unten kommentieren. Das ist natürlich immer in dem Sinn toll, als dass man nahe an die Tiere rankommt. Und Horst hat hier ist noch mehr ran in dem Sinn, als dass er ein Porträt gemacht hat. Und das finde ich in Wildparks und Zoos, aber auch manchmal in der Natur, immer dann gut, wenn irgendwie, sagen wir, der Ansatz passt nicht oder der Hintergrund ist vielleicht noch zu unruhig. Durch das zusätzliche Ranzoomen kriegt man noch einen klareren Hintergrund und man sieht dann irgendwelchen störenden Elemente nicht. Ich finde hier auch das quadratische Format eigentlich recht passend. Ich hätte vielleicht das Bild sogar noch etwas mehr zugeschnitten, vielleicht oben und rechts ein klein wenig weg, aber nicht zu viel. Das Wetter schien bewölkt zu sein an diesem Tag. Das ist eigentlich ganz meistens sehr angenehm in der Tierfotografie, denn wie ihr auch hier sehen könnt, hat man jetzt keine starken Kontraste. Man hat nicht das Problem, dass irgendwie die Oberseite vom Kopf hell ist und die Augen oder so dunkel. Das ist relativ gleichmäßig ausgeleuchtet. Und die Farben sind dementsprechend auch ruhig, nicht spektakulär, aber eigentlich schön. Ich hätte eventuell den Weißabgleich ganz wenig erhöht, aber ich tendiere tendenziell zu eher wärmeren Fotos. Was etwas schade ist, ist, dass das Foto nicht komplett scharf ist, gerade wenn man da etwas reinzoomt. Ich hoffe, ihr könnt das auch auf YouTube sehen. Geht vielleicht, falls ihr einen hochauflösenden Monitor habt, in die 4K-Auflösung oder sonst zumindest in die Full HD, ist, dass das Bild nicht ganz scharf ist. Und zwar sieht es für mich nach Verwacklungsunschärfe aus. Also ich denke, der Fokus hat getroffen. Und wenn ich mir so die EXIF-Daten anschaue, dann scheint sich das auch zu bestätigen. Wir haben hier eine 50stel Sekunde. Falls das noch Freihand aufgenommen wurde, ist das natürlich kritisch. Es geht, aber man hat einen gewissen Ausschuss. Also wenn ihr mit solchen relativ langsamen Verschlusszeiten unterwegs seid, macht einfach gleich ein paar Bilder in der Hoffnung, dass dann eins scharf ist. In diesem Fall hier waren die ISO auf 100 gesetzt. Hier wäre ich auf mindestens 400 hoch, um mindestens eine 200stel Sekunde zu erhalten. Denn die Nikon D7200, die hat eine sehr gute Bildqualität, die verträgt da locker etwas höhere ISO-Zahlen. Das nächste Foto zeigt einen Eisvogel, aufgenommen von Elias Hepfer. Übrigens, all diejenigen Personen, die mir ihre Website oder Instagram per E-Mail geschickt haben, die habe ich auch hier unten verlinkt, sodass ihr die gleich anklicken könnt und gegebenenfalls denen auch folgen. Dieser Eisvogel, den Elias aufgenommen hat, hat er mit einer relativ kurzen Brennweite von 40 mm fotografiert. Und ich finde in der Tierfotografie Weitwinkel halt immer cool, weil man sieht das Habitat, wie lebt das Tier. Die Bilder heben sich dann einfach von der Masse etwas ab. Es ist aber nicht ganz einfach. Erstens muss man relativ nah an das Tier rankommen. Und zweitens muss auch die ganze Umgebung passen. Ich habe es vorher schon mit dem Porträt erwähnt. Das Einfache, sage ich mal, an der Tierfotografie mit langen Brennweiten ist eben, dass man das Tier schön isolieren kann und es muss nicht alles rundherum passen. Es muss dieser kleine Ausschnitt, der muss passen. Hier nehme ich einmal an, dass Elias das mit einem Fernauslöser aufgenommen hat. Elias, wenn du noch etwas mehr zu der Aufnahme schreiben möchtest, sehr gerne in den Kommentaren, dann pinne ich den auch an, dass alle anderen das sehen können. Hier bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Für mich wirkt der Eisvogel ein bisschen verloren im Bild. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücke, aber es ist so, der eine Ast, der reingeht, der Vogel sitzt drauf
Und hinten sieht man wunderschön den Hintergrund. Man sieht unten, ich glaube, es ist eine Wiese mit etwas Bodennebel, hinten dran einige Laubbäume im ersten Licht, auch wieder mit etwas Dunst und oben der Himmel. Das ist eigentlich alles perfekt, aber mir fehlt so ein Mittelgrund oder eine Tiefe. Für mich sind es hier, ist das Bild zu stark auf diese zwei Dimensionen, eine Ebene Vordergrund und eine Ebene Hintergrund reduziert. Also wenn man da noch irgendwie ein paar Sträucher hätte im Mittelgrund oder ein paar Äste oder Blätter, die noch reinragen und das Bild in dem Sinn sogar etwas unruhiger machen, würde es mir vermutlich noch besser gefallen, da man dann mehr Dreidimensionalität hätte. Ja, das war jetzt sehr schwierig auszudrücken und wie gesagt, das ist eine sehr schwierige Art der Fotografie. Also ich wäre auf jeden Fall froh, hätte ich so ein Foto. Was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, ist, wären weitere Fotos aus dieser Serie. Ich denke, Elias, du wirst nicht nur mit dem Weitwinkel, sondern sicher auch mit dem Tele gearbeitet haben. Ja, ich wäre gespannt, wie das als ganze Serie wirken würde. Vielleicht zur Bearbeitung. Ich könnte mir das Bild ein Ticken heller vorstellen, mit etwas mehr Kontrast, damit es noch etwas lebendiger wirkt. Dieses Foto hat Daniel Schori aufgenommen. Es zeigt einen Haubentaucher. Und er hat dieses Foto aus dem Floating Hide aufgenommen und man sieht auch diese wunderschön tiefe Perspektive, wenn man eben mit dem Objektiv nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche ist. Das gefällt mir sehr gut. Der Blickkontakt vom Haubentaucher ist schön. Also ich finde es immer gut, wenn der Vogel entweder mehr oder weniger seitlich schaut, vielleicht leicht zu einem gedreht oder dann komplett frontal. Hier hat man den letzteren Fall, wirklich sehr symmetrisch. Ich finde es auch schön, dass du rechts wirklich ein wenig Platz gelassen hast, damit der Vogel nicht so in der Mitte sitzt. Der Hintergrund dürfte für meinen Geschmack etwas ruhiger sein. Wie kann man das ändern? Also noch einmal zur Erinnerung, was den Hintergrund hauptsächlich beeinflusst, ist zum einen einmal die Blende, die man wählt, die Brennweite. Und dann der Unterschied an der Distanz von Vogel zu Hintergrund, relativ zu der Kamera. Die Blende hat Daniel hier schon komplett geöffnet, auf Blende 5,6 bei 400 mm. Da kann man nichts machen. Eine längere Brennweite nehmen, auch schwierig. Wie kann man jetzt die Distanz zum Hintergrund, zwischen Vogel und Hintergrund erhöhen? Das Einzige, was man hier hoffen kann, ist, dass der Vogel näher rankommt. Oder dass er einmal bei einem Hintergrund durchschwimmt, der noch weiter weg ist. Ich weiß nicht, wie weit das planbar war mit dem Floating Height. Ja, ansonsten gefällt mir das Bild wirklich gut. Vielleicht, was ich nachträglich noch ändern würde, wäre den Weißabgleich etwas erhöhen. Für mich wirkt das Bild etwas bläulich. Diese Einsendung hier habe ich von Marc Siegler erhalten. Sie zeigt einen Rotmilan. Echt, finde ich echt coole Vögel. Ich konnte, in der Schweiz gibt es die zum Glück relativ häufig und ich konnte auch während meiner Zeit, während meinem Studium, wenn ich, sei es aus der Bibliothek raus oder zu Hause, wenn ich auf dem Balkon mal gelernt habe, in der Nähe vom Zürichsee immer wieder sehen, wie die Rotmilane oben gekreist sind. Echt tolle Vögel. Ich finde verschleierte Vordergründe in der Tierfotografie auch immer interessant. Es gibt dem Bild so etwas Träumerisches. Bei diesem Foto hier finde ich auch die Positionierung vom Rotmilan oben links gut, dass man auch wieder in Blickrichtung Meer Platz hat. Allerdings ist mir hier der Vordergrund doch etwas zu dominant, wenn ich das so sagen kann. Also es hat mir fast zu viele Blätter. Ich nehme an, das ist ein Baum, durch den du mehr oder weniger durchfotografiert hast. Also ich hätte hier, hätte mir irgendwie gewünscht, dass die Lücke vielleicht etwas größer wäre, dass man den Rotmilan etwas besser sieht und der Rotmilan dann auch schärfer und klarer abgebildet werden würde. Aber ist natürlich nicht immer so einfach möglich. Damit man mir nicht vorwirft, ich würde nur Vogelfotos besprechen, hier noch ein anderes Tier, ein Amphibium, und zwar ein Feuersalamander. Finde ich mega coole Tiere. Ich habe leider erst, ich glaube, ein oder zweimal in meinem Leben welche gesehen.
Das heißt, ich habe kein einziges Foto. Ich wäre froh um dieses Foto. Mir gefällt hier sehr gut die tiefe Perspektive, die du gewählt hast. Ich weiß nicht, ob du mit einem Bohnensack direkt ab dem Boden fotografiert hast, aber dadurch hebt sich auch der Hintergrund schön ab. Der Hintergrund ist sehr ruhig. Gefällt mir sehr gut. Ich hätte auf jeden Fall jedoch in Blickrichtung noch etwas mehr Platz gelassen. Für mich ist das Foto ein klein wenig eingeengt. Ich mag es bei der Tierfotografie einfach generell, wenn man in Blickrichtung etwas Platz hat. Und dann, ja, ich mag generell warme Bilder, also vielleicht nicht allzu ernst nehmen, aber auch hier hätte ich jetzt den Weißabgleich noch etwas wärmer gewählt. Kommen wir nun zum letzten Foto für heute, und zwar einem Säugetier, diesmal einem Rehbock, der hier in einer Wiese drin steht. Und Andy Rappolder hat mir diese Aufnahme zugesendet. Mir gefällt sehr gut der Blick vom Rehbock direkt auf einen zu. Das ist auch so typisch, wenn man die sieht. Sie entdecken einen und bleiben dann ganz ruhig stehen und schauen einen einmal an, um auch einzuschätzen, ob man eine Bedrohung darstellt oder nicht. Mir gefällt hier eben, dass er so aus der Wiese rausschaut. Ich hätte mir vielleicht einen kleinen Rechtsschwenk noch vorstellen können, dass der Rehbock nicht so in der Mitte des Bildes platziert ist. Und was ich definitiv gemacht hätte, wäre unten mehr Platz gelassen. Ich finde so, auch wenn die Füße und die Beine generell nicht komplett sichtbar sind, dass sie im Gras verschwinden, fände ich es irgendwie schöner, wenn man erahnen könnte, wo die Beine enden. Du hast das Foto ja mit einem 200 bis 500 mm Zoom-Objektiv bei 440 mm aufgenommen. Das heißt, hier hätte ich einfach noch etwas rausgezoomt, dass du, wie gesagt, vor allem unten und vielleicht auch rechts etwas mehr Platz gehabt hättest. Ansonsten sieht man obendran einen etwas dunkleren Bereich. Ich nehme an, das ist der Waldrand. Den finde ich jetzt eigentlich nicht wirklich störend, kann man manchmal nicht vermeiden, dass so etwas kommt. Wenn es einen wirklich stört, könnte man es ganz minimal vielleicht noch aufhellen digital, einfach die Tiefen etwas hochziehen. Ich würde das aber auch nicht übertreiben, ich meine, das ist Natur. Die Aufnahme ist wirklich top scharf. Ich finde auch das Licht sehr angenehm, wiederum nicht bei Sonne fotografiert, also man hat keine harten Kontraste. Das passt sehr gut. Das Einzige, was ich noch sehe, ist etwas Farbrauschen. Ich denke, dies würde sich eigentlich mit einem Klick in der Bildbearbeitung nachher auch beheben lassen oder korrigieren lassen. Das war es jetzt auch schon für heute mit meinem ersten Video zum Thema Bildkritik. Falls genügend Interesse besteht, würde ich aber gerne diese Serie weiterführen. Das heißt, like das Video, abonniert meinen Kanal. Und vor allem schickt mir weiterhin Bilder zu, damit ich auch diese Videos machen kann. Ich wünsche euch soweit viel Spaß beim Fotografieren, hoffe natürlich, dass ich euch ein wenig helfen konnte und bis zum nächsten Mal. Ciao!